Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Last Epoch. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt gute Unterhaltung und viel Spaß. So viel versprochen, ihr seht es schon, wir sind Level 31. Gibt es wieder ein Update von meinem Bild? Obwohl, ich muss hier gleich mal korrigieren, es ist nicht mein Bild. So fair bin ich. Es ist ein Bild, der sich auf Max Roll, an einem Bild orientiert. Man muss es fast so sagen, weil ihr seht, wir spielen aktuell noch mit dem Golem. Ich betone noch, die Skelette habe ich in die Wüste geschickt und den Golem nutze ich aktuell noch, weil mein Ausrüstungsgear jetzt noch nicht so gut ist und weil ich doch finde, dass er dafür, dass wir ihn nicht geskillt haben, enormen Basisschaden macht und die Agro auch ganz gut halten kann, gerade wenn es gegen Bosse geht. Ich werde aber auf lange Sicht natürlich diesen dann aus meinem Bild entfernen und zeige euch aber jetzt mal, wie wir umgeskillt haben und verlinke euch natürlich den Max Roll Build in der Videobeschreibung. So, wir fangen an. Drück immer C. Vielleicht, ist vielleicht jetzt nur so am Rande. Ich nutze gerade diese Götzen hier. Erhöhte kritische Trefferchance, Blitzwiderstand, erhöhte Betäubungsdauer, erhöhte nekrotischen Schaden, erhöht Diener elektrotischen Schaden. Das ist ein bisschen blöd, weil ich nämlich auch die anderen gesehen habe. Da ist immer überall Diener-Schaden drauf. Aber gut, kann man nicht ändern. Und hier haben wir nochmal Chance auf Blutung bei Treffern. Giftschaden wird erhöht. Und hier auch nochmal Diener-Schaden. Ist irgendwann sicherlich irrelevant, weil wir dann auch bessere Sachen bekommen. Das habe ich jetzt neulich erst bekommen. 9% Chance auf Verursachung von Seuche bei Treffer. Giftdurchdringung mit Seuche. Und 20% Vergiftungschance bei Zaubertreffer. Das ist zum Beispiel so eine Götze, die kann ich allerdings noch nicht reintun. Die wird definitiv dort dann reinwandern. So. Die sind neu. Die habe ich bekommen. Also ganz, ganz strange. Es gibt ja eine Quest. Artemis-Angebot. Und da müsst ihr ja in den Archiven, in dem letzten Archiv hier, ist dann eine Art Keller drin, da kommt ihr dann in Esras Bibliothek und dort findet man ein Kassenbuch. Und wenn wir dieses Kassenbuch nehmen und entsprechend dann bei dem Gambler, also bei dem Glücksspielhändler, diese Quest irgendwann abgeben, erhalten wir schöne Handschuhe. Die Handschuhe habe ich erhalten, allerdings hat er bei mir die Quest nicht abgeschlossen. Also ich kapiere es auch nicht. Und jedes Mal, wenn ich in Esras Bibliothek nochmal reingehe, um zu hoffen, dass vielleicht das Kassenbuch noch da ist, es ist nicht mehr da. Ich kann diese Quest leider nicht abschließen, aber ich habe immerhin die Belohnung bekommen. Also das scheint irgendwie ein bisschen buggy zu sein. Auf jeden Fall, wenn ihr diese Quest macht, bekommt ihr diese Handschuhe. Und die sind ziemlich gut. Wir haben neben Rüstung und Mana 3% von Elementarschaden mit Lebensentzug, 34% erhöhte Entzugsrate, was natürlich sehr gut ist, und nochmal 13% elementarer Widerstand. Diese Handschuhe sind wirklich gut, also das solltet ihr auf jeden Fall euch sichern. Alles andere, meine Lieben, ist wirklich zu vernachlässigen. Ich versuche halt gerade was mein Intelligenzwert angeht, sind wir bei 45, Einstimmung 2, weil sie uns auch noch mal etwas Mana geben. Ich versuche momentan hauptsächlich auf Intelligenz meine Sachen hochzupushen und auf der Mana-Regeneration. Alles andere, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch ein Fuchs, habe ich noch nicht so viel Ahnung, was bei einer Hexenmeisterin noch alles an Werten wichtig ist, diese zu pushen. Wenn ihr das wisst, wäre es ganz nett, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ansonsten, die Widerstände sind soweit ganz in Ordnung. Feuer 60, Blitz 42, Kälte 13. Na gut, das ist jetzt nicht so gut. Physisch ist eine Katastrophe. Aber ihr habt es gesehen im Video. Wir bekommen kaum Schaden, weil unsere Hexenmeisterfähigkeiten und Fertigkeiten so unglaublich hohen Schaden verursachen, dass wir getrost durch die Gegner durchrushen können. So. Alles andere ist wirklich zu vernachlässigen. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich geskillt habe. Wir gehen erstmal auf die Passiven. In der Akolytin müsst ihr auf jeden Fall 20 Punkte euch bewahren. Und zwar geht ihr mit 8 Punkten in das verbotene Wissen.
Jeder Punkt Intelligenz gewährt 4% Schutzerhalt und verbessert Fertigkeiten, die auf sorgfältig erlernter Magie beruhen, wie zum Beispiel Blut entreißen und Skelett beschwören. Aber wir machen das hauptsächlich wegen dem Intelligenzwert. Und ihr geht hier mit 8 Punkten in die Blutaura. Erhöhter Schaden von 48%. Und sofern wir mit Skelettkriegern spielen sollten, würden die eben auch hier nochmal 48% mehr Schaden verrichten. Diese zwei macht ihr voll, dann geht ihr als nächstes in die gestohlene Vitalität. Wie der Name vermuten lässt, bekommen wir hier einfach noch mehr Leben. Jeder Punkt in Vitalität gewährt 6 Lebenspunkte und 1% Gift- und Nekrosewiderstand. Ja, das betrifft sozusagen auch die Gesundheit unserer Diener, sofern wir mit Dienern spielen sollten. So, dann haben wir 8, 16 und das sind die 20 Punkte. Mehr macht ihr hier nicht. So, in der Hexenmeister passiven Skill Fertigkeitsbaumstruktur, mein Gott, was für ein Wort, geht ihr zuallererst mit 5 Punkten in den Seelendieb. Pro Fluch auf einen Gegner besteht eine gewisse Chance, bei Treffer Mana zurückzuerlangen. Wir sind unglaublich auf Mana angewiesen. Alle unsere Zauber machen oder beziehungsweise benötigen relativ viel Mana. Vor allem der katonische Spalt ist nicht zu vernachlässigen. Auf jeden Fall hier 5 Punkte in den Seelendieb. Danach geht ihr hier mit 5 Punkten in den Geist des Okkultisten. Du erhältst zusätzliche Mana pro Intelligenzpunkt. Ihr geht dann mit 6 Punkten in die unheilige Folter. Unser Zauberschaden für Flüche wird nochmal um 18 erhöht und der erweiterte Bereich für Flüche um 18%. So, wenn ihr das gemacht habt, der nächste Punkt, den ihr dann setzen müsst, ist die grauenhafte Rüstung. Dort sichern wir uns einfach Rüstungspunkte und auch Gesundheitspunkte und den leveln wir hoch bis auf die 8 und gehen dann in den Geistegel rein. Dein Charakter erhält einen Teil des zugefügten Schadens als Lebenspunkte zurück. Ja, nur so, dass ihr schon mal wisst, da hier voll machen und da geht er dann voll mit 6 Punkten rein. So, bei den aktiven Skills haben wir momentan, ihr seht, wie ich spiele. Ich fange eigentlich, also mein kartonischer Spalt ist mein Opener. Den setze ich immer. Und dann fange ich sofort eigentlich an, die Chaoskeile zu zünden. Dann sind eigentlich relativ schnell die Gegner schon platt. Wenn etwas schwierigere Gegner kommen, die auch magisch sind, zünde ich dann, oder wenn wir von allen Seiten angegriffen werden, zünde ich die wandernden Geister, die jetzt auch schon relativ hohen Schaden verursachen. Und wenn es dann immer noch Schaden benötigt, haue ich noch die hungernden Seelen raus. Ja, das ist ein ziemlich hoher Damage Burst, der dann von unserer Hexenmeisterin abgeht. Und wie ich entsprechend diese drei Hauptskills, also katonischer Spalt, wandernde Geister und hungernde Seelen, wie ich die Skillpunkte verteilt habe, das schauen wir uns jetzt mal an. So, wir fangen vielleicht an mit dem katonischen Spalt. Dort müsst ihr Folgendes machen. Ihr geht von der Mitte aus erstmal nach links, fragile Kruste. Setzt ihr einen Punkt. Setzt dann in den Geistersturm 2 Punkte. Geht hoch in das tödliche Feuer. Setzt einen Punkt. Geht noch weiter zum Grabschlinger 3 Punkte. Und kommt dann von dem Geistersturm. Geht ihr runter, nehmt die verdammten Gewässer noch mit. Verdammt, verursacht für 2,5 Sekunden Nekroseschaden über Zeit, verringert die Lebenspunkte der Regeneration um 20% und ist unbegrenzt oft stapelbar. Mega. Wenn ihr das dann voll gemacht habt, geht ihr hier mit einem Punkt rein, getrennte Schutze, Treffer der Geister brechen gegnerischen Nekrosewiderstand. Das ist ziemlich cool, also hiermit wird der Widerstand sozusagen verringert, der Gegner, und hier machen wir dann, wenn der Geist oder wenn der Gegner schon verdammt ist, machen wir umso höheren Schaden. Und wenn ihr den voll gemacht habt, geht ihr noch mit 3 Punkten in die gewundenen Wellen rein. Folter verursacht pro 2% Nekrosewiderstand ohne Obergrenze mehr Schaden. Ist krass. Also es wird krass, sagen wir es nur so. Ich habe es ja noch nicht geskillt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann ziemlich reinhaut. So. Das ist aktuell soweit die Skillung bis Level 30 bzw. 31 von eurem Level. So, dann haben wir
Die Chaoskeile haben wir nicht genommen. Dann die wandernden Geister haben wir wie folgt. Ihr geht hier erstmal in den Geisterschwarm. Wandernde Geister haben eine kürzere Abklingzeit, weil die ist relativ lang. Also das empfiehlt sich auf jeden Fall, zwei Punkte hier reinzusetzen. Dann nehmt ihr einmal den erschöpften Willen mit. Wandernde Geister brechen den Nekrosewiderstand von Gegnern in der Nähe. Da haben wir auch wieder, dass unsere wandernden Geister den Nekrosewiderstand eben sozusagen brechen und dadurch der Gegner mehr Damage bekommt. Dann geht ihr nach rechts in die Seelen der Rage. Geister bewegen sich schneller und verursachen mehr Schaden. Und last but not least müsst ihr hier runter in die verweilenden Seelen noch gehen. Geister halten länger an, wenn sie enthüllt werden, und geht dann mit 5 Punkten in Erntet die verdammten Geister, verursachen mehr Schaden an verfluchten und verdammten Gegnern. Da seht ihr, Schaden gegen verfluchte Gegner 60% und Schaden gegen verdammte Gegner ebenfalls 60%. Den hier macht ihr noch voll. Seelen der Rage. Er ist wichtig. Und dann, nee, Moment, genau, den macht ihr noch voll und dann geht ihr hier auf jeden Fall noch mit 3 Punkten in die vergiftete Denkweise. Geister verursachen mehr Schaden an vergifteten Gegnern. Das macht ihr auch. So, das haben wir gemacht. Habe ich irgendwas vergessen? Passiv haben wir gemacht, aktiv haben wir gemacht, Götzen haben wir gemacht. Ausrüstung ist, wie gesagt, relativ. Nö, ich glaube, das ist das wahr. Nein, mein Gott, jedes Mal. Segen haben wir noch nicht. Aussehen ist wurscht. Ich glaube, das war's. Probiert das mal aus, so zu spielen. Sagt mir dann, wie es euch gefällt. Oder anders gesagt, ob ihr getrost auf den Golem verzichten könnt. Wie gesagt, ich habe ihn einfach noch zum Schutz drin. Er wird aber sicherlich, spätestens wenn wir Level 40 werden, wird er wahrscheinlich auch rausfliegen. Und dann werden wir komplett auf die Hexenmeisterinsfähigkeiten zurückgreifen. Und dann hoffe ich, dass euch das jetzt auch was gebracht hat. Ich finde, man kann damit sehr gut spielen. Und ja, wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei Last Epoch. Sofern ihr eine andere Skillung habt mit der Hexenmeisterin, die womöglich vielleicht sogar besser ist, könnt ihr das ja entsprechend in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Sicherlich auch andere, dass wir einfach viele Möglichkeiten haben, wie wir diesen Charakter gestalten können. Und sonst, ja, freue ich mich aufs nächste Video. Wir sehen uns wieder mit Level 40. Dann gibt es wieder ein Update. Und bis dahin, euch alles Gute und bis bald. Ciao.